Hallo und willkommen bei einem weiteren Make-up-Tutorial mit mir, Sarah. Heute mit meinem wunderschönen Gast Maria. An der zeige ich euch heute, wie man die neuen Hero Bronzer und Highlighter richtig benutzt. Wir fangen mit dem Bronzer an und zwar zeige ich, wie man damit ein bisschen Contouring macht. Nicht wie bei den Kardashians, ein bisschen leichter. Und zwar brauchen wir dazu die Angled Blush Brush von Hero. Wir nehmen also ein bisschen Produkt auf, tippen es ab und fangen an, unterhalb der Wangenknochen einen leichten Strich zu ziehen und es direkt zu verblenden. So betonen wir die Wangenknochen und lassen das Gesicht ein bisschen schmaler erscheinen. Und das gleiche auf der anderen Seite. Wer ein etwas runderes Gesicht hat und es ein bisschen schmaler erscheinen lassen will, der kann hier nochmal mit der Bürste im Produkt gehen und an der Seite ein bisschen wegkaschieren. Dadurch, dass wir Schatten kreieren, sieht das Gesicht optisch schmaler aus. Und auch bei einem leichten Doppelkinn können wir das schattieren, indem wir direkt drauf gehen. Du hast jetzt zwar keins, aber... Und immer gut verblenden danach, damit man gar keine Übergänge sieht. Kommen wir jetzt zum Highlighter, Glow with the Flow. Dafür benutze ich jetzt eine andere Bürste. Nehme Produkt auf, ist sehr ergiebig, also nicht zu viel. Und trage es hier auf den Wangenknochen auf. Es gibt einen sehr schönen Glanz, wenn man die Seite schaut. Dasselbe auf der anderen Seite. Ich bin ein Fan davon, etwas Highlight unterhalb des braunen Bogens zu tun. Das sieht auch sehr schön aus und frisch. Die Highlighter und Bronzer sind auch alle ziemlich groß, wie ihr seht. Und zwar deswegen, weil ihr sie dann auch am ganzen Körper anwenden könnt. Wie zum Beispiel hier auf dem Schlüsselbeinknochen. Oder Schultern, wo auch immer ihr ein bisschen Glanz haben wollt im Sommer. Und das gleiche geht dann für den Bronzer, wenn ihr da noch ein bisschen was an Farbe haben wollt oder hier einen Schatten kreieren